Sechs Menschen sind am Donnerstagmorgen bei einem Zugunglück zwischen Gensung und Wabern verletzt worden. Das Unglück ereignete sich in der Nähe von Gensung. Dort fuhren ein IC und ein Regionalzug aneinander vorbei, als eine lose, türähnliche Motorabdeckung mehrere Scheiben beider Züge beschädigte. Durch herumfliegende Glassplitter wurden fünf Kinder und Jugendliche leicht verletzt. Der Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.